Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Es ist wieder Zeit, wie es der eBay-automatische Übersetzungsalgorithmus sehr gerne sagt, wenn ich etwas gesucht habe, eine Veröffentlichung von Pfeilvideo vorzustellen, beziehungsweise nicht eine, sondern fünf. In diesem Fall sind allerdings zwei bereits letzte Woche bei mir angekommen, nur aufgrund der geringen Stückzahl habe ich diese nicht einzeln hier auf dem Kanal ausgepackt, sondern sie einfach nur quasi hinter verschlossenen Kameraobjektivtüren für das Sammlungsupdate letzte Woche ausgepackt. Aber der Vollständigkeit halber auch hier noch einmal, vor allem, weil ich gerne zu eurem aller Belustigung und zu eurem optischen Genuss bringen möchte, wie Rare Waves teilweise große, fette, teure Arrow-Video-Boxen verschickt. Wobei ich sagen muss, angesichts dieses Cover-Artworks ist die ein oder andere eingedäpschte Ecke trotzdem nicht der größte Unfall, den diese Box erlebt hat. Außerdem habe ich ebenfalls bereits letzte Woche bekommen Kinji Fukasakus The Threat. Auch dazu gibt es bereits zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Unboxing mache, ein ausführlicheres Unboxing hier auf YouTube, aber das bringt mich natürlich zu den drei Sachen, die ich in der vergangenen Woche bekommen habe. Für diejenigen übrigens, die sich fragen, weil der Name Rare Waves in der letzten Zeit immer öfter in Sammlergruppen auftaucht, vor allem weil ja bei Amazon immer weniger Veröffentlichungen, vor allem von den britischen, ich sage mal Boutique-Labels, auch wenn der Begriff in dem Fall sehr weit gefächert ist, wie Arrow, 88, Eureka und so weiter wirklich zu finden sind. Rare Waves ist in meinen Augen, mit Ausnahme, dass sie nicht wirklich super sicher verpacken, ein großartiger Shop mit nur 5 Euro Versandkosten nach Europa pro Bestellung, was aber auch bedeutet, dass man 200 Blu-Rays auf einmal bestellen kann und dafür nur einmal Versandkosten bezahlen muss, denn Rare Waves verschickt alle Veröffentlichungen, wie man hier sieht, sobald sie bekommen und überwiegend einzeln, so dass alles, was man dort natürlich kauft, dann auch per IOSS vorverzollt kommt. Ich hatte noch bei keinem einzigen Paket von ihnen das Problem, dass irgendeine Zollinterferenz dazugekommen ist. Deswegen absolute Empfehlung für Rare Waves. Außerdem gibt es dort noch ein Punkteprogramm und nur der Vollständigkeit halber, die zahlen mir nichts dafür, dass ich das sage. Ich sage es tatsächlich einfach nur, weil ich froh bin, diesen Shop gefunden zu haben. Danke übrigens noch einmal an Rainer K., der mir den schon vor Ewigkeiten empfohlen hat. Und dass sie dort auch noch sogar ein Treuepunktesystem haben und pro Bestellung man da noch dadurch auch noch ein paar Punkte ansammeln kann, die man dann in Gutscheine verwandeln und für künftige Bestellungen nützen kann. Absolut geniale Sache. Außerdem möchte ich aber jetzt einmal einen Blick ins Innere von diesen ganzen Paketen werfen. In diesem Fall habe ich hier nämlich ein paar neue Sachen von Arrow Video bekommen. Auf der einen Seite die Blu-ray-Edition von Exorzist 2, John Bormans, sagen wir mal, zweifelhaftes Sequel. Aber wir sehen natürlich Richard Burton, Linda Blair, Max von Sydow in diesem Film. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ist das der, wo auch James Earl Jones dann mit dabei ist als Pazuzu? Oder ist das der dritte Teil? Ich bin mir in dem Fall ehrlich gesagt gar nicht sicher. Aber was natürlich interessant ist, ist, dass es hier die 17 Minuten lange Original-Premiere-Version ist und dann die 103 Minuten lange internationale Fassung. Das ist wieder mal ein Beispiel dafür, dass auch Warner offensichtlich die Archivtüren ganz sperrangelweit geöffnet hat, weil da hat Arrow Video jetzt dann auch eine Warner-Lizenz. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es die erste ist, aber es ist jetzt so die erste, die mir... Nein, wir hatten, naja gut, wir hatten schon Freitag der 13., aber die kam ja dort in Amerika von Paramount, beziehungsweise Trick or Treat ist auch Warner, also zumindest gewesen. Ist natürlich immer wieder schwer, da den Überblick zu behalten, wenn natürlich unterschiedliche Vertriebsfirmen international tätig sind. Ich muss wirklich sagen, ich hasse diese Verpackungskartons, wenn mir immer dieser Dreck da abreißt. Aber wir schauen auf das nächste. In diesem Fall ein Release von 88 Films. Eines muss ich wirklich sagen, meiner aktuellen Fan in mir einen Kracher nach dem anderen bringen mit schönen Sachen, mit Jet Li, beziehungsweise Dinge wie The Holy Virgin vs. The Evil Dead, ein
Film, der genauso durchgeknallt und geil ist, wie der Titel vermuten lässt. Aber die gehen mittlerweile auch so weit, dass sie einige alte Asia- und Martial-Arts-Kracher als 4K UHD veröffentlichen. So, nämlich eben auch den Tai Chi Master mit Jet Li. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Und last but not least, passt natürlich, hätte besser gepasst als Follow-up zum vorigen Unboxing, denn ebenfalls von Arrow Video kommt hier die 4K-Premiere von Willem Peter Blatty's Der Exorzist 3. Ein Titel übrigens, den Arrow Video bereits vor Ewigkeiten veröffentlicht hat. Ich hatte natürlich dieses Cover bereits als alte Standard-Blu-ray-Version, hatte mir durchaus überlegt, deswegen jetzt auf das andere Cover zu wechseln, das mir dann aber wirklich so wenig gefallen hat, dass ich doch lieber noch einmal dasselbe genommen habe, das ich schon auf der Standard Blu-ray habe. Aber von diesem Titel gibt es jetzt dankenswerterweise, obwohl es natürlich auch nicht das beste Exorzist-Sequel ist, wobei das im Fall der Exorzist-Sequels generell eine etwas zweifelhafte Aussage ist, überhaupt zu fragen, ob man da von einem besten Sequel überhaupt sprechen darf. Wobei, das ist wahrscheinlich trotzdem immer noch ja 2022er Film. Und ja, ihr könnt mich gerne hauen dafür. Auf jeden Fall Exorzist 3 ebenfalls als 4K-Version mittlerweile erschienen von Arrow. Inklusive natürlich der Kinofassung, die hier als 4K mit dabei ist, aber der Legion Director's Cut, den gibt es nur als Standard Blu-ray. Und das Ganze wurde in Zusammenarbeit mit Shout Factory offensichtlich in 4K neu abgetastet und restauriert. Also kein alter Upscale, sondern wirklich eine neue 4K-Version. Und da bin ich jetzt dann auf jeden Fall sehr happy, dass meine Arrow-Video, aber tatsächlich ganz, ganz besonders meine Eureka-Asia-Sammlung weiter gewachsen ist.